Mein Name ist Stefan Ieske. Ich habe hier an der Otto von Guericke Universität die Professur für Pädagogik und Medienbildung. Also die Video-Expo ist ein studentisches Projekt. Das wird von Studierenden für Studierende organisiert. Und in dem Rahmen wird ein Kurzfilm erstellt. Und die Kurzfilme werden dann auf der Video-Expo gezeigt. Wir sind gestartet im Hörsaal an der Uni und sind mittlerweile im Theater Magdeburg, was natürlich ein sehr festlicher und feierlicher Rahmen ist. Und mittlerweile ist es so, dass ungefähr 30 Filme pro Video-Expo eingereicht werden. Und die werden dann auf der Video-Expo gezeigt, eine Auswahl davon. Bei der Video-Expo werden Filme nach 5 Preiskategorien ausgezeichnet. Und dann gibt es noch ganz wichtig einen Publikumspreis, der an dem Abend von allen Anwesenden vergeben wird. Also die Video-Expo ist ein studentisch organisiertes Projekt. Das Organisationsteam übernimmt die gesamte Planung der Video-Expo. Hallo, ich bin Fabian, ich studiere Medienbildung und ich war dieses Jahr schon zum dritten Mal Teil der Video-Expo-Orga. Wir als Orga-Team kümmern uns quasi um alles. Das fängt an bei, wie finanziere ich die ganze Abendveranstaltung, bis hin zu, okay, was soll wann am Abend ablaufen. Dafür sind halt die ganzen Absprachen mit dem Theater auch unbedingt notwendig, welcher Musik-Act spielt. Dadurch, dass wir ja alles Studis sind und das vielleicht auch zum ersten Mal dann machen, heißt das natürlich auch, wir eignen uns eine Menge Kompetenzen an. Natürlich hier, was Projektmanagement angeht. Ich engagiere mich für die Video Expo, weil ich das für ein sehr sinnvolles Projekt halte und dass die Video Expo eigentlich ein Punkt ist, den viele Studierende auch in Erinnerung behalten. Die Video Expo unterstütze ich, weil ich mag es, Gemeinschaft zu schaffen unter den Studis. Und dafür ist die Video Expo meiner Meinung nach eine der größten Veranstaltungen hier an unserer Uni tatsächlich auch, weil sie wirklich so viele Leute aus so vielen verschiedenen Studiengängen zusammenbringt.